weltweite Nachfrage ist so hoch wie nie. Deshalb muss das Auto der Zukunft emissionsfrei werden, ohne emotionsfrei zu werden. Wir haben eine große Aufgabe, aber wir können ihn natürlich nicht alleine bewältigen. Ich finde es eine großartige Idee, Stakeholder zusammenzubringen. Ich wünsche mir, dass Deutschland ein Schrittmacher wird im Bereich der modernen Mobilität. Die Zukunft der Mobilität geht uns wirklich alle an. Da ist so viel zu besprechen. Das ist eine gute Idee, ein solches Format anzubieten. Viele Menschen, die kompetent sind, Verantwortung haben, kommen zusammen, diskutieren. Also großartig. Das ist einmalig in der Republik. Es kommt die Zeit, wo auch Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die sind schmerzhaft, die kosten Geld. Aber das ist das, was jetzt erfolgen muss. So ein Summit ist wichtig, um so ein politisches Momentum auch zu erzeugen. Das ist das, was wir brauchen, um gute Zukunftslösungen anzubieten. Es wird einfach mal langsam Zeit, dass wir nicht nur über Elektromobilität reden, sondern eben über die Mobilität von morgen. Dass wir über das Auto hinaus gucken, dass wir in die intelligente Stadt gucken. Wie sieht eine lebenswerte Stadt aus? Wie muss die Mobilität der Zukunft aussehen? Dass wir von einem isolierten Denken mehr zu einem integralen, systemischen Denken kommen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für die Zukunft. Das ist das, was mir hilft. Ich habe hier in meiner rechten Tasche neue Visitenkarten, hier sind meine drin. Und so lernt man Businesspartner kennen. Wirtschaft, Politik, kleine Firmen, große Firmen, Produkthersteller, Beratungsfirmen, dass hier einfach alle, die wirklich dazu beitragen können, die ganze Sache wahr werden zu lassen, an einem Strang ziehen wollen. Und diese Signale, die man hier sieht, die sind sehr ermutigend. Man hat das Gefühl, miteinander eine Menge bewegen zu können. Was wir jetzt in Deutschland benötigen, ist so etwas wie Vorfahrt für die Energie- und die Verkehrswende. Es ist eine ernsthafte Diskussion, man sucht Lösungen und insofern bin ich froh, dass ich auch heute dabei bin. Ich bin also sehr froh, dass heute so viele Fachleute zusammenkommen. Die Verkehrswende schaffen wir nicht, indem wir uns gegenseitig Schuld zuweisen, sondern dass wir gemeinsam in die Zukunft blicken. Insofern ist ein solcher Summit ein wichtiger Impulsgeber. Wir wollen eine Trendwende. Wunderbar, wenn hier die unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen. Da ist eine Aufbruchstimmung da. Und wir haben einen Spirit, der außergewöhnlich ist. Und wenn wir das schaffen, diesen Spirit aufrechtzuerhalten, dann wird es uns gelingen, auch im Nachgang da noch viele Ideen weiterzuentwickeln, im Kontakt zu bleiben und das Thema Energie- und Verkehrswende voranzubringen. Ich bin überzeugt, wir schaffen das.